Hallihallo, meine Lieben. Yes, ganz ungewohnt melde ich mich sofort bei euch. Es muss jetzt hier auf Anhieb klappen, denn wir haben gleich zwei Unwägbarkeiten zu überwinden. Erstens gibt es ja diesmal ein allgemeines Aufgebrauch für den Februar. Ihr wisst das ja schon, ne? Hatte ich euch ja schon angekündigt in meiner Story. Wer mir noch nicht auf Insta folgt, husch, husch rüber. Ne? Dann wüsstet ihr jetzt auch Bescheid. Genau, es steht unfassbar viel hier neben mir. Und das nächste Problem ist, wir haben nur 59 Minuten, denn mehr Platz ist auch mein Auge. Ja, gerade nicht mehr, ne? Weil da, ich habe noch andere Sachen vor euch gedreht. Und ich habe nur eine Speicherkarte. Shame on me, aber so ist es. Ne? Wenn ich mich entscheiden muss zwischen Speicherkarte und einer neuen Kerze, tricky, ihr wisst Bescheid. Jedenfalls deswegen gar nicht so viel vorab geplänkelt. Ich habe auch schon alles sortiert hier vorab. Ne? Da müsst ihr diesmal alles drauf verzichten. Dann müsst ihr diesmal drauf verzichten. So, meine Güte, es ist extrem dunkel. Es wird wahrscheinlich gleich anfangen zu regnen. Das nächste. Aber wir ziehen es jetzt hier durch. Im 18er-Rundschlag. Schauen wir uns jetzt an, was ich diesen Monat verdüftelt habe. Es ist so viel. Ich war ein bisschen erschrocken, was so zusammengekommen ist und was ich so angedüftelt habe. Deswegen, wir gehen sofort in medias res. Ihr wisst, warum wir jetzt hier so ein bisschen, ne, auf die Tube drücken müssen, weil wir haben nur noch 58 Minuten, ne, und dann ist hier zappenduster. Ne? Dann sind die Schotten dicht, dann macht der Laden hier zu und länger wird das Video nicht gehen. Also von daher schnacke ich gar nicht so viel vorab. Anekdötchen und Geschichtchen gibt es wieder im nächsten Aufgebrauch, wisst ihr Bescheid. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich mich beherrschen kann. Ich weiß nicht, ob ich mich beherrschen kann, ne, wenn ich überspringe mal einfach ein paar Düfte, die nicht so dolle waren. Ne, wisst ihr Bescheid. Wir fangen an mit Sancy. Da ist einiges leer gegangen. Aber es war auch schon einiges angedüftet. Und zwar, ihr Lieben, ist mein Luna, mein wundervoller Luna-Duft ist leer. Ich war ziemlich geizig mit den letzten Brocken. Düfteln gerade im Schlafzimmer. Die Welt müsste nach Luna duften und alles wäre gut, ne? Er ist so wundervoll. Ich liebe diesen Duft. Er ist einfach traumschön. Er ist floral, er ist parfümig, er ist feminin. Er hat so einen leicht mystischen Anklang. Er ist traumschön. Und ich weiß, er ist im Club. Es kommt jetzt also Anfang März Nachschub. Von daher durfte mein Luna Bar jetzt auch mal, ne, sich verabschieden. Es hat eine Weile durchgehalten, weil ich traue mich irgendwie nicht so auf Luna in die Lampe zu tun. Weil ich habe dann immer Angst, dass er leer ist oder dann, dass ich ihn nicht mehr wahrnehme, wenn ich ihn so oft düftle. Das sind so die Probleme von Düftelnasen. Aber jetzt durfte Luna in meine Lampe und ist ein wundervoller Duft, ein wundervoller Performer, ob im Schlafzimmer, ob hier im Wohnzimmer, in dem großen Raum. Luna ist einfach nur Luna. Dann habe ich mich, warte mal, machen wir hier zusammen, an die Valentinstags-Düfte. Hoppala! Das fängt ja schon mal gut an, ne? Das fängt ja schon mal gut an. Fangt hier alle an, alles durch die Gegend zu werfen. Habe ich mich, wie denn, meine Güte, hat es denn? Habe ich mich an die Valentinstag-Düfte gemacht und habe sie verdüftelt. Weil ich dachte mir, ich meine, Februar ist Valentinsmonat, ne? Da muss man schon mal ein bisschen Gas geben. Und gerade düfteln hier bei mir die letzten Brocken von Together Forever. Schöner Duft. Wunderschöner Duft. Ich überlege auch, ob ich ihn mir noch in den Club lege, weil er ist intensiv, er ist gut da. Er ist mega floral. Mega floral. Ich weiß nicht, war das der, wo Duftwicke drin ist? Oh, er ist so schön. Ganz leicht fruchtig dabei. Und er hat so einen ganz leicht gärigen Moment, den ich total schön finde. Der macht ihn irgendwie so besonders. Oh, ein toller Duft. Der Together Forever. Den finde ich mega, ne? Ist für mich der Favorite aus der Kollektion. Danach kommt You're the One. Auch wieder so hübsch, ne? Ein wunderschönes Packaging hat die Valentinstags Collection. Der ist ein bisschen leichter, heller, frischer, aquatisch. Aquatisch-fruchtig. Nicht so stechend floral, sondern ein süßer, fruchtiger, aquatischer Duft. Auch wieder mit so einer sanften Parfümnote. Die Gurke riecht man nur so als was Frisches raus, so ganz dezent.
Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich mochte ihn auch. Er war super angenehm im Raum. Schön wahrzunehmen. Jetzt keine Duftbombe, aber er war schön dazu wahrzunehmen. Und 1,5 bis 2 Tage hat er durchgehalten. Dann der It's Love. Das war so der Signature-Duft aus der Collection. Also der hat dem Ganzen seinen Namen gegeben. Oder ihren Namen gegeben. Wie auch immer. Der war... Oh ja, der war viel fruchtiger. So eine künstliche Erdbeere, viel, viel fruchtiger. Der florale Moment war sehr weit im Hintergrund. Und diese süß-zuckrige Fruchtnote eindeutig vorne mit dabei. Ich mochte ihn in der Lampe ganz gerne. Aber ich mag halt einfach so florale Sachen. Ne? Hätte ein bisschen floraler noch sein können. Intensität war schön, allerdings nach einem Tag war finito. Da war er weg, da hat er Tschüss gesagt, da war nichts mehr wahrzunehmen. Ein Tag war der It's Love da und danach hat er einen aber auch wirklich verlassen, ne? Also ist jetzt nichts Längerfristiges, ne? Ist eher so eine kurze Nummer, wisst ihr Bescheid. Dann, hupala, jetzt fällt mir alles durcheinander. Ist leer geworden, der Blue Sage and Tonka. Das war ja noch eine von den Herbst-Winterdüften, obwohl es ist für mich eher so ein Herbstduft. Und der ist schön, das ist so ein parfümiger, vanilliger, maskuliner Duft. Er hat auch so ein bisschen was Holziges, Maskulines, aber durch diese cremige, parfümige Vanille wird er so ein bisschen runtergeholt und weicher gemacht. Für die kalten Tage finde ich ihn sehr schön. Er liegt jetzt nicht im Club, ich brauche ihn jetzt nicht in rauen Mengen. Ich war happy, ihn gedüftelt zu haben, aber es ist jetzt auch gut, ne? Ist jetzt auch gut, dass er leer ist. Ist aber auf alle Fälle was für kalte, dunkle Tage, weil jetzt für Frühling, Sommer... Wäre mir zu schwer. Wäre mir zu schwer und zu maskulin. Einfach zu sehr da, ne? Intensität war auch super. Intensität war auch super. Kann ich nicht meckern. Habe ich sehr schön wahrgenommen hier im Wohnzimmer. Blue Sage and Tonka mochte ich sehr gerne. Wen ich nicht nur gerne mochte, war der Looney Tunes von Sensi. Ich glaube, er ist jetzt auch raus aus dem Programm. Ich glaube, man bekommt ihn nicht mehr, wenn ihr euch ihn nicht in den Club gelegt habt. Da scheiden sich ja die Geister, ne? Manche lieben diese süß-klebrige Apfelsaftnote. Andere wie ich fragen sich, was ist denn da passiert, ne? Also da ist irgendwas schiefgelaufen. Ja, ich rieche Apfelsaft, aber für mich ist es Apfelsaft, der schon leicht drüber ist. Der ist in allem ein bisschen drüber. Der ist zu zuckrig, der ist zu apfelsaftig, der ist zu da, der ist auch ziemlich intensiv in der Lampe und der hat so ein... Ja, als ob er schon ein bisschen drüber ist. Ne? Der ist mir einfach viel zu aufgeregt, der Duft. Zu quietschig war überhaupt nicht. Der Looney Tunes Duft war leider nicht meins, aber man kann ja auch nicht alles mögen. Ne? Ein Kandidat weniger, der in meinen Club hüpfen muss. Ne? Der ist schon voll genug. Ist der Bescheid. Dann habe ich auch ein bisschen Goose Creek gedüftet. Und zwar einmal den Wild Green Apple. Den düftel ich immer mal wieder, das war so ein längeres Projekt, den düftel ich immer mal wieder in der Küche, wenn ich, oh, es ist voll windig draußen da. Ach nee, oh, das ist der Verrückte mit seinem Motorrad, ne? Oh, der schleicht hier immer durch die Gegend, richtig Creeper. Naja, wie dem auch sei, der Wild Green Apple... Oh ja, der ist richtig, das ist grüner Apfel, grüner Apfel, die Schale von so einem grünen Apfel. Leichter Putzmittelmoment. Aber in der Küche, wenn ihr gekocht oder gebraten oder was auch immer habt und davon euch ein oder zwei Brocken in die Duftlampe macht, der reinigt euch die Luft. Ne? Der haut alles andere weg, der schlägt alle Bratgerüche in die Flucht. Und dafür mochte ich ihn sehr gerne. Es ist jetzt kein wundervoller Raumduft, wo man denkt, oh mein Gott, hier riecht es aber sowas von angenehm, sondern... Er riecht einfach frisch, clean, geputzt und ihr habt diese schweren Bratgerüche einfach nicht mehr, weil er die wegknallt. Ich mochte den sehr gerne, den Wild Green Apple für die Küche. Sehr, sehr schön. Und dann hatte ich noch den Let's Stay Home. Och Gott, das Label ist einfach nur zuckersüß mit der Katze und dem kleinen Mädchen. So niedlich. Und es ist einer von diesen typischen... kuscheligen, leicht holzigen Kaschmirdüften von Goose Creek, diese ganzen Home-Düfte. Der war hier ein bisschen parfümiger. Hatte auch so einen leichten frischen Moment noch mit dabei.
aber ein bisschen holzig, ein bisschen kuschelig. Sehr schön, gut wahrzunehmen. Habe ich Wachs an der Nase hängen? Ist irgendwie so. Das Näschen sauber machen. Ich fand ihn sehr schön. Müsste jetzt aber keine Kerze vorne einziehen. Ist der Buch heute, ne? Der Let's Stay Home. Weil die sind mir dann doch alle so ein bisschen... Trink mal was. Ja, die sind mir dann doch alle ein bisschen zu austauschbar einfach, ne? Und deswegen, der war jetzt nicht mein Favorite von diesen Home-Düften. Dann hatte ich den Gold and Cashmere von Kringle in der Lampe. Ja, der war schön. Der war schön. Der war ein bisschen cremig, ein bisschen parfümig, so ein bisschen feminin, warm, weich. Einfach so ein Wohlfühlduft. Ich fand ihn sehr schön, aber er hat mich jetzt nicht so krass abgeholt, dass ich jetzt sagen würde, da brauche ich ein Glas, ne? Da brauche ich ein Glas. Ohne geht nicht mehr, kann ich nicht mehr glücklich sein. Er war schön, dass er mal bei mir war, aber darf dann auch wieder weiterziehen. Ist jetzt nicht so was Aufregendes, sagen wir es einfach mal so. Und von den neuen Kringle-Düften aus der Herbst-Collection durfte der Cognac and Leather bei mir in die Lampe. Ihr wisst ja, ich mag alkoholische Düfte und auch Lederdüfte. Und den mochte ich auch gerne. Der hat schon einen eindeutigen alkoholischen Moment im Warmen, aber er hat irgendwie auch so eine gewisse Süße, fast schon Cremigkeit. Und mit dem Leder, der bringt, glaube ich, so eher das Parfümige mit. Fand ich eine schöne Kombination, habe ich sehr gerne hier gedüftet, bräuchte ich jetzt auch keine große Kerze, aber ich fand den ganz schön. Ich fand den ganz schön, kann man durchaus düfteln. Den Cognac and Leather mochte ich gerne. Dann hatte ich, wir machen ja Rappi-Zappi voran, ihr merkt das schon, ne? Wir kommen richtig gut, die Leute, wir schaffen das, ne? Wir haben es hier, ne? Wir schaffen das. Ja, ein bisschen. Dann hatte ich von Heart & Tome, das hatte mir die liebe Daniela ins Paket gelegt, den With Love Damask Rose und arabischer Jasmin. Das war so ein Votivlicht. Das habe ich komplett ins Badezimmer in die Teelicht-Duftlampe geknallt. Ja, das war ein süßer, floraler Duft mit so einer leicht parfümigen Komponente noch mit dazu. Er war allerdings nicht sehr intensiv. Dafür, dass ich das ganze Motiv da reingeknallt habe, war er mir nicht intensiv genug. Ich habe nochmal das Melt hier, mal gucken, vielleicht kann das ein bisschen mehr. Aber er hätte ein bisschen mehr knallen können, ne? Weil er echt schön war, aber er war sehr, sehr, sehr dezent. Dann habe ich aufgebraucht von Traumdüfte das Baby Powder. Das wurde ja mal so krass gehypt, ne? Das Baby Power, the Baby Power. Ich fand ihn okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der größte Babypuder-Fan. Die sind mir immer zu sehr da und zu intensiv. Und der war auch sehr intensiv, sehr da. Holy, holy. Ich habe auch ein paar Brocken in Tauschpakete gemacht. Und jetzt auch ein paar Brocken im Badezimmer verdüftelt. Der ist schon eine krasse Nummer, bin ich ganz ehrlich. Der ist schon eine krasse Nummer, sehr, sehr intensiv. Wenn ihr intensive Babypowder-Düfte mögt, guckt euch den von Traumdüfte an, weil der ist schon Babypuder Extreme, Next Level, ne? Next Generation, um es mal so zu sagen. So, dann holen wir uns. Ach nee, ich habe ja noch ein bisschen was in Industrielles gedüftet. Und zwar von Sensi. No? Nicht von Sensi, sondern von Yankee Candle durfte der Sunlit Autumn in die Lampe. Ja, ein bisschen Herbstfeeling dieses Frühjahr. Es ist jetzt Frühjahr schon bei mir. Durfte in die Lampe, weil ich so neugierig war, ob es wirklich der Autumn Sunset aus der Winter Collection war, aus der Herbstkollektion war. Und es ist genau der gleiche. Es ist nur das USA-Label. Das Original, der gleiche Duft. Kalt für mich ja immer noch. Absolutes Dupe. Zum Jil Sander Sand Parfüm. Warm allerdings kommt diese holzige Note noch präsenter raus und das parfümige, cremige tritt so ein bisschen in den Hintergrund. Diese Orangensaftnote, die ich echt geil finde. Aber das Holzige kommt so ein bisschen mehr raus. Er ist ganz schön. Ich habe das Melt auch in der Küche gedüftet. Da habe ich ihn auch genossen, sehr lange da, sehr gut wahrzunehmen. Ich mochte es. Ich hatte ja ihn auch als Kerze. Als Kerze war er mir zu viel. Ich habe ihn irgendwann abgefackelt.
Da hat man nichts mehr wahrgenommen. Da war er absolute Nullnummer, nur unterm Warmer. Aber wie gesagt, die Holznote war für meine Nase im Warm einfach zu präsent für eine Kerze. Und danach den Cozy Cabin Escape von Yankee Candle. Den mochte ich auch gerne. Den habe ich auch in der Küche gedüftelt. Und der hatte wirklich wie so eine kuschelige Schokonote. Holzig, warm, dunkel, schwer. Und, aber ja, der hatte so was Warmes, Weiches, Gemütliches. Ich mochte ihn gerne. Ich mochte ihn sehr gerne. Das ist auch wieder so eine USA Edition. Die gab es mal bei Duft und Raum. Mochte ich gerne den Cozy Cabin Escape. Wenn ihr solche Düfte mögt, guckt mal, ob ihr da noch rankommt. Ich fand ihn so mal zum Austesten und Anschnüffeln sehr schön. So, meine Lieben, dann kommen wir jetzt mal zu den Mel Cup und Sandshot Bechern. Und da durfte von der lieben Bea der Looping Morning in meine Lampe. In der Küche natürlich. Fuh, die Düfte gehen bei mir immer in die Küche. Und es soll ja wohl so ein Cerealien-Cornflakes-Duft sein. Ich kenne mich da aber nicht so aus, weil ich esse sowas nicht. Ich habe es als Kind nicht gegessen. Ich war da nie so scharf drauf. Und für mich ist das einfach ein total schöner Orangenkuchen. Ich rieche die zitrische, saftige, süße Orange und ich rieche dazu einen Sand, also so einen Sandkuchen. Und das beides in Kombination. Oh, mega lecker. Sehr schön in der Wahrnehmung. Oh, toll. Ich mochte den Looping Morning von Bea sehr, sehr gerne in meiner Küche haben. Dann hatte ich Sweet Baby Sweet Dreams von Soul Fragrance bei Duftmädchen, meine Güte, in der Lampe. War auch wieder so ein Babypuderduft, aber der war nicht ganz so krass intensiv und präsent wie der von Traumdüfte, sondern der war so ein bisschen weicher und süßer. Ja, so ein bisschen unaufgeregter einfach. Ja, so ein bisschen weicher. Den hatte ich auch im Badezimmer, weil wie gesagt, Babypuderdüfte bei mir im Badezimmer, durch diese saubere Note mag ich die da gerne. Und den habe ich da auch, den habe ich auch gerne gedüftet. Ne, der war so, ich habe den halbiert und so ein Tag hat so eine Hälfte immer gut durchgehalten. 2 Teelichte mochte ich gerne. Den Sweet Baby Sweet Dreams mochte ich gerne. Dann hatte ich von Duft Confetti, oh ja, den liebe ich auch, die Rosenlotion in meiner Lampe. Oh, was ein wunderschöner, intensiver, schwerer, parfümiger Rosenduft. Ihr riecht wirklich diese Bodylotion und er schreit wirklich ein bisschen Oma. Ne? Es ist wirklich Rose, eine richtig schwere Rose. Aber ich mag das gerne. Ne? Ich bin ja Rosenmädchen, ich mag das. Ich kann das ab, ne? Ich kann das ab. Ich hatte ihn auch im Badezimmer an und der hatte für mich irgendwie auch so einen sauberen Moment. Der war 2-3 Tage in meinem Badezimmer und ich habe ihn da gefeiert. Ich mochte die Rosenlotion super, super gerne von Duft Confetti. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann habe ich nochmal Duft Confetti gedüftelt und zwar English Pear and Freesia. Das war so, das waren hier so Bröckchen. Ich glaube, das habe ich auch halbiert. Und wenn ich jetzt so dran rieche, hatte ich auch im Badezimmer übrigens, ein wunderschöner floraler Duft mit so einer spritzigen, süßen, leicht herben Birnennote. Ich war kurz irritiert. Der ist sehr schön. Ist für mich so ein richtiger Frühlingsgute Laune, frische Luft, so die Sonnenstrahlen kommen raus, Duft. Und das war der auch. Leider hatte er so eine, im Warmen so eine leichte Wachsnote. Er hatte irgendwie so eine Wachsnote und Easy meinte, also Easy ist Duftkonfetti, Easy ist Duftkonfetti, wie auch immer, dass es wahrscheinlich noch ihr altes Wachs war. Und der ist auch schon ein bisschen was älter gewesen. Das war so ein bisschen schade, weil an sich mag ich diese Kombination von Freesia und, also von Floral und Birne total gerne. Ne? Ich mag, es gibt ja auch von mehreren Gießern und auch von industriellen Wachsen und ich mag diese Kombination immer super, super gerne. Wie gesagt, ist für mich so richtig Frühling pur, stehe ich drauf. Dann hatte ich von der lieben Lavender Vanilla, ja, ist sie auch, von der lieben Butchen, hatte ich den Cashmere and Vanilla und Craft Tizzle. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr.
Ich weiß nicht, was da unten steht. Ich kann es nicht lesen. Aber jedenfalls Cashmere und Vanilla. Ich glaube, den hatte ich im Badezimmer an. Und ich glaube, den mochte ich da auch ganz gerne. Leute, so ein Monat ist zu lang. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Wenn ich jetzt hier dran rieche, riecht jetzt sehr schön weich, süß und parfümig. So ein richtig schöner Kuschelduft. Aber ich kann mich an den ehrlich gesagt nicht mehr warm erinnern, weil es einfach zu lange her ist, ne? Den nächsten Monat teilen wir wieder auf. Das ist viel, viel besser. Haben wir nicht so viel, ne? Haben wir nicht so viel zum Durchsprechen. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ne? Aber der Februar ist auch an mir vorbeigerannt. Es ist wirklich unglaublich, ne? Ich kann es gar nicht sagen. Dann hatte ich hier von Wohlfühlmomente aus der. Also, wir sind jetzt hier bei den Tütchen. Wir sind bei den Tütchen angelangt, Leute. Und wir haben ordentlich Tütchen, ne? Dabei ist eigentlich der Karton schon voll, ne? Ich weiß auch nicht, das ist wirklich so passiert, ne? Jedenfalls von Wohlfühlmomente aus der Outlander Edition. Den Scotch in the Woods. Die Outlander Edition, also ich habe die Serie nie gesehen, aber ich habe die Bücher gelesen von Diana Gabaldon. Damals noch in die Schule gegangen bin, ne? So lange gibt es sie schon. Da fand ich sie schön als Teenie. Ja, Scotch rieche ich nicht. Es ist was leicht Holziges, was Unaufgeregtes, aber er war mir in der Lampe sehr, sehr dezent. Sehr, sehr, sehr dezent. Ich habe ihn nur so wabernd. Ne? So eine Ahnung war mir, dass da was in der Lampe ist. Der hätte ein bisschen mehr knallen können, ne? Der hätte durchaus ein bisschen mehr knallen können. Der Scotch in the Woods, wo der Name so hübsch ist, ne? Dann hatte ich von Party Light Raspberry Macaron in der Lampe. Wuppala. Ich habe von Daniela im Tauschpaket oder im Überraschungspaket, wie auch immer, in diesem fancy Beutel. Ja, ich habe die beiden Teelichter einfach da rausgeholt und die Duftlampe geschmissen. Ja, das war sowas Foodie-mäßiges, sowas Kuriges. Macarons habe ich jetzt nicht explizit rausgerochen. Für mich war das was Kuriges mit so einem leichten Beerenmoment, mit sowas Fruchtigem. Der war ganz schön, aber war jetzt auch keine Duftbombe, ne? War jetzt nichts, was mich nach hinten halt überschlagen lassen. Aber er war ganz nett. Ich habe den Raspberry Macaron von Party Light ganz gerne gedüftelt. Aber müsste ich jetzt auch nicht in rausten Mengen hier bei mir zu Hause haben. Meine Güte. Dann hatte ich von Bath & Body Works den Vanilla Bean Noel in der Lampe. Ja, auch in der Küche. Ein sehr schöner parfümiger Vanilleduft, auch sehr gut wahrzunehmen. Hat mir richtig gut gefallen. Auch die Duftabgabe war super. Die Intensität war da. Der war lange in der Lampe. Vanilla Bean Noel von Bath & Body Works. Kann man düften. Hat mir auch sehr gut gefallen. Meine Güte, Leute. Ich habe es ein bisschen übertrieben, oder? Ich habe es ein bisschen übertrieben. Dann hatte ich von Southbound den Cake Pops in der Lampe. Ist ja eins, was ist denn hier los? Ist eins von diesen amerikanischen Melts von der lieben Jenny. Ich habe mir ein Tauschpaket gemacht. Den hatte ich auch in der Küche. Klar, Cake Pops ist Foodie, war in der Küche. Ich glaube, das war auch so was Kuchiges. Aber es war jetzt nichts, wo ich mich jetzt so außergewöhnlich stark dran erinnern würde. Der war, glaube ich, ganz in Ordnung, aber hat mich jetzt nicht nach hinten umgeschmissen. Der Cake Pops von Southbound. Also wegen dem würde ich jetzt nicht unbedingt da bestellen. Sagen wir es einfach mal so, ne? Dann hatte ich hier von Wohlfühlmomente den Lemon Curd and Pink Sugar in der Lampe, auch in der Küche. Und meine Güte, Leute, war der was intensiv. Ich habe da einen so einen Brockel reingetan. Oh! Diesen Zitronenkuchen, Curd ist ja, glaube ich, so ein Custard, so ein Kuchenpudding-Gedöne, was auch immer. Mann, war das Foodie, Zitrone, süß, säuerlich. Mann, war der intensiv. War der intensiv und da. Holy, was auch immer. Aber ich mochte den. Der war schön, aber der war super intensiv. Der war super intensiv. Also, der war da. Der war wirklich da. Dann,
Dann hatten wir hier Wohlfühlmomente. Oh ja, Caribbean Escape and Aloha Vanilla. Den fand ich schön. Das war so ein richtig tropischer, fruchtiger Sommerduft. Aber ich habe den im Badezimmer gebraucht. Kokosnuss, fruchtig, gute Laune. Ja, so ein richtiger Sommer-Cocktailduft. Fand ich mega, ne? Fand ich im Badezimmer mega. Und man hat ihn sehr, sehr schön wahrgenommen. Oh, ich glaube, fast 2 Tage hatte ich den. Und der hat ordentlich Palette gemacht. Dann hatte ich hier von Kira, also hat sie selbst gemixt, den Peony Blush and Suit Type. Fand ich sehr schön. Sie hatte mir dazu geschrieben, nicht sehr intensiv, nur für kleine Räume. Ich hatte den im Badezimmer an. Geiler Duft. Fand ich richtig schön. Diese florale, so eine pudrige florale Note mit diesem Ledermoment. Ich fand den geil. Ich fand den richtig gut, Kira. Den hast du gut gegossen. Mir hat der richtig gut gefallen. Dann hatte ich hier von Rose Girls den Carbs Noel. Wieder so ein Foodie-Gedöne aus den USA. Hatte ich auch in der Küche an. Ja, der war sehr vanillig. Sehr vanillig, sehr kuchig. Den mochte ich ganz gerne. Der war auch gut intensiv. Der war schön da. Den mochte ich. Den konnte ich durchaus düfteln, den Carbs Noel. Dann hatte ich hier von In The Mood Design ein Pröbchen, den Trip to Nowhere. Leider habe ich da im Warmen, ich weiß nicht, vielleicht war der Brocken zu klein, das war hier nur so ein Düftelpröbchen. Da habe ich da nichts von wahrgenommen. Ich glaube, es war so was Parfümig-Kuscheliges, aber in der Lampe leider wollte der nicht bis zu mir durchdringen. Ne? Der hat sich irgendwie schon zwischenzeitlich gedacht, ich fange den Trip schon mal ohne dich an. Nun denn. Manchmal steckt man nicht drin, ne? Dann hatte ich hier von Butchen den Tokio in der Lampe. Und Leute, das war ein floraler Frische-Wäsche-Duft. Oioioi, da war mir die Frische-Wäsche. Erst fand ich den sehr schön, aber je länger ich ihn anhatte, desto intensiver wurde der, meine Herren, war der intensiv. Der hat hier fast die ganze Bude beduftet, ne? Also Burschen, da hast du Gas gegeben. Sehr floral, aber er war mir auch ein bisschen zu viel frische Wäsche einfach. Da war mir zu viel frische Wäsche, da mag ich den Rosie Wonderland von ihr viel, viel lieber. Der ist irgendwie, dieses rosenfrische Wäsche, es war mehr meins. Der war mir ein bisschen zu aufdringlich in der Nase. Aber vielleicht auch, weil er so krass intensiv war. Vielleicht hätte ich vorsichtiger dosieren müssen. Kann auch sein. Der Tokio war ein bisschen zu viel für meine finsteres Düftel. Die ist mir ein bisschen gefallen. Dann hatte ich von Butchen den Lavender Love. Oh mein Gott, ja, der war ein Traum. Der war traum schön. Den hatte ich hier im Wohnzimmer an. Und das war ein wunderschöner, cremiger, weicher, parfümiger Lavendelduft. Ich habe ihr, glaube ich, 2-3 Sprachnachrichten über diesen Duft gemacht, weil ich den so wunderschön finde. Und die weiß auch schon, dass ich davon mehr brauche. Lavender Love war wirklich große Düfteliebe, ne? Den fand ich richtig, richtig schön. Ein wunderschöner, cremiger Lavendelduft. Der war der Shit, Leute. Dann hatte ich hier von Miss Curly Wax Feel Good Moments. Den hatte ich im Badezimmer. Das sollte, glaube ich, irgendwas Lavendeliges oder so sein. Habe ich kaum wahrgenommen. Weiß ich noch, das war so ein Waffelherz. Ja, ich glaube, es sollte Lavendel sein. Ich weiß nicht, ich habe den echt nicht wahrgenommen. Ne? Der war sowas von schwach, dabei ist der auch noch gar nicht so alt. Ich weiß nicht, was da los war. Der hat meine Nase nicht erreicht. Keine Ahnung, hab ich kaum was wahrgenommen. Dann hatte ich, oh mein Gott, auch wieder von Burschen. Und von dem habe ich ihr fast genauso viel vorgeschwärmt. Und zwar von Locum. Keine Ahnung, wie sie auf den Namen kommt. Das war Rose und Schokolade. Ich hatte den in der Küche an. Ich habe mir erst gar nicht so viel dabei gedacht. Und dann laufe ich in meine Küche rein und denke nur, holla die Waldfee. Was riecht denn hier so abartig? Genial nach Rose. Aber so süß. Rose und
Und ja, wirklich, so ein bisschen wie Schoki. Oh mein Gott, ich könnte in die Tüte krauchen, ne? Also, das war ein wunderschöner Schokoladenrosenduft. Man mag es kaum glauben. Der war schön. Der war richtig, richtig schön. Und ich habe ihr schon befohlen, dass ich davon mehr brauche. Der Locum war... Woran es lag. Dann von Sensationals den Happy Home. Und Leute, das war sowas limettig, cremig, vanilliges. Mann, war der ja intensiv. Der war mir ein bisschen... Der geht so ein bisschen in die Richtung von... Wie heißt denn? Vanilla Lime von Sensi... von Yankee. Ist auch nicht so meins, ne? Ist auch nicht so meins. Ich weiß, sie feiert den. Komme ich nicht so mit klar, ne? Und der war auch nicht so mein... Wir waren nicht so. Hm, hab ich zusammengepasst. Woodbridge Cotton Blossom. Ach, dann genau, hat er mir Daniela so 3 fette Brocken abgezogen von einem Hauswarmer. Das war so ein richtiger Baumwoll, frische Wäsche, aquatisch Duft. Oh ja, der war auch krass intensiv, ne? Den habe ich so Stück für Stück im Badezimmer durchgedüftelt. Der war halt so richtig krass, frische Wäsche. Oh, sehr intensiv, sehr da. Es ist regelig, es ist so hell, wenn es draußen dunkel ist. Aber ich glaube, ihr seht mich sonst nicht, ne? Sonst verschwinde ich hier. Der war echt intensiv. Und ich bin jetzt auch durch mit der Nummer, ne? Ich bin jetzt auch durch mit der Nummer. Da bräuchte ich jetzt auch kein Hauswarmer vom Cotton Blossom. Der war ganz schön, aber ist jetzt auch mal genug, ne? Oh, ein Duft, den ich wieder absolut geliebt habe, war der Sweet Morning Rose von Yankee Candle. Da hatte ich noch ein halbes Motiv von im Überraschungspaket von Daniela. Oh, war der schön. Der war traumschön. Ich hatte den in meiner Küche und ich habe diesen foodigen, zuckrigen Rosenduft einfach nur geliebt. Ich habe hier auch da oben das Glas stehen. Ich liebe diesen Duft, ne? Der ist einfach nur wundervoll. Von Sensi den Tangerine Creamsicle hatte ich in der Küche in der Lampe. Ja. Nö. Ich weiß auch nicht, der war okay. Ja, so Clementine, so ein bisschen was Cremiges, aber irgendwie hat er auch ein bisschen was Anstrengendes für mich gehabt. Bräuchte ich jetzt nicht nochmal. War okay, ihn mal gedüftelt zu haben, bräuchte ich aber wirklich nicht nochmal. La Teda Beachfront Cabana, den fand ich geil. Den hatte ich im Badezimmer an. Der war aquatisch, der war frisch, der war leicht maskulin. Der war mega spannend. Bis zuletzt wusste ich nicht so wirklich, nach was der schnuppert. Aber der war wunderschön im Schlafzimmer, Wohnzimmer, wurde nun im Badezimmer. Da mochte ich ihn sehr, sehr gerne. War wirklich, wirklich schön. Ein sehr schöner Duft. Doch so was Cremiges und Zitrisches. Der Beachfront Cabana von La Teda. Sehr, sehr schön. Und dann hatte ich noch in der Lampe, in der Küche von Party Light, meine Güte, Honey and Amber. Der war, glaube ich, auch nicht so intensiv. Das war so was Süß-Cremiges. Der war in Ordnung, aber jetzt auch nichts, was mich nach hinten umwirft. Ihr wisst Bescheid. So, meine Lieben. Fällt alles einmal runter. Das war meine aufgedüfteten Duftmelds im Februar. Ich sag euch, Alter, ich kann es. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich das halb monatlich mache, aber es geht nicht, ne? Es geht nicht. Es ist zu viel. Ich komme hier sonst nicht, ne? Voran. So, jetzt die Kerzen. Jetzt widmen wir uns hier noch in den letzten Minuten den Kerzen und dem, was ich angeduftet habe. Meine Güte, noch nie musste ich ihn aufgebraucht so schnell machen, ne? Also, es ist nichts für mich, ne? Das ist nichts für mich. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Danach muss ich mich erstmal kurz aufs Sofa legen und akklimatisieren. So, leer geworden diesen Monat sind wieder, fangt mal hier mit an, ich bin schon ganz durch den Wind, von den Yankee Candle Elevation Gläsern wieder 2 Stück von den kleinen. Einmal der Grape, Vine and Saffron. Ich hatte ihn zuerst unter dem Beacon im Schlafzimmer, weil ich mir erst große Hoffnungen gemacht habe. Aber er war dann doch zu sehr dieses Tuscan Wine, ja, diese künstliche Grape-Note, diese künstliche Weintraube. Sehr süß, quietschesüß, diese, ja, ihr kennt diese künstlichen Grape-Düfte, ne?
War dann nicht so meins, ne? Ich habe ihn da so ein bisschen gedüftelt und dachte ich auch mir, oh komm, ja, so ein bisschen penetrant, ne? So ein bisschen penetrant. Und dann habe ich den hier im Wohnzimmer abgefackelt, so als Ambientelicht, weil man nimmt da nicht großartig was wahr in so einem großen Raum. Er war aber ganz, ganz schön und ist da abgefackelt, auch ganz gut abgefackelt. Ja, die brennen ja dann eigentlich immer runter, wenn sie runterbrennen, ne? Aber ein Duft, den ich mir nicht nochmal holen werde. Genauso Blooming Cotton Flower. Ich hatte euch ja dazu auch schon mal einen Post gemacht, ne? Der war, die ersten ein, zwei Tage, wo ich ihn anhatte im Schlafzimmer, war der richtig, richtig schön. Eine süße, cremige Blütennote. Also wirklich so süße Baumwollblüten und Blüten noch so, so Blütenblüten halt. Aber er war dann total schnell weg. Da war nichts mehr an Duft rauszuholen. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, ne, wo es hin ist. Und dann habe ich ihn auch abgefackelt und er durfte dann hier auch als Ambientelicht brennen. Ja, leider auch kein Duft, den ich mir nachkaufen werde, obwohl er eigentlich sehr schön ist. Aber er war zu schnell weg. Er war zu schnell weg, bin ich ganz ehrlich. Dann... Seid ihr alle wach? Seid ihr noch da? Seid ihr noch am Start? Ich hoffe es doch. Dann durfte bei mir mal wieder, eklatant oft, der Goose von Goose Creek, der Warm Sunset, und der ist jetzt auch durch mit der Nummer. Ne? Da ist jetzt noch einiges an Wachs drin, ihr seht es, aber ich habe ihn ja unter meiner Beacon gehabt und Leute, ich habe ihn so lange da drunter stehen haben. Oh, so ein, der schönste, cremigste, kuscheligste, parfümigste Sandelholzduft, den ihr euch denken könnt. Warm Sunset ist traumschön. Und ich habe ihn jetzt so oft und so lange gedüftelt und jetzt ist er durch mit der Nummer. Da kommt nichts mehr bei rum. Ich muss meine Nase schon direkt unter den Warmer halten oder über den Warmer halten. Ansonsten, der ist durch mit der Nummer. Ne? Da ist nichts mehr drin. Warm Sunset war wunderschön. Mochte ich sehr gerne. Und dann ist noch durch mit der Nummer. Der Cozy With You. Ich lasse mal gleich den Deckel ab. Dieses wunderschöne Label. Und da scheinen sich ja auch die Geister. Das ist ein sehr kuscheliger, weicher, cremiger, parfümiger Kaschmirduft mit einer eindeutigen Schokonote. Sehr schön, aber auch Schoko, ne? Man muss es schon mögen. Ich hatte ihn jetzt nicht rausgeholt, ne? Ich hatte den Cuddle With Me, das ist dieser... Ich suche ihn euch mal raus. Wartet mal kurz. Mein Gott, habe ich ja noch mehr gedüftet, ne? Hilfe, wir sind fast noch gestürzt, ne? Wir sind fast noch gestürzt hier zu guter Letzt. Nach Cozy Autumn Cuddle, so hieß er. Der geht so ein bisschen in die Richtung von Cozy With You, aber der hat nicht diese Schokonote, aber er hat diese gleiche kuschelige, parfümige, leicht holzige Note. Die gehen sehr in die gleiche Richtung, nur hier ist Schoki drin und hier nicht. Den hatte ich auch mal einen Tag unter Warmer und dachte ich mir, ach, ist mir zu gleich, ne? Ist mir zu ähnlich, deswegen musste der wieder vom Warmer runter. Sehr, sehr schön, aber ich brauche jetzt erstmal Pause, weil die sind sich schon sehr ähnlich. Nur hier ist halt die Schokonote drin. Ja, und der ist halt auch durch, ne? Obwohl da noch was drin ist. Da kommt nichts mehr bei rum. Deswegen bin ich auch jetzt erstmal gut mit dem Duft, weil ich hatte den echt sehr, sehr oft, sehr, sehr oft in meinem Schlafzimmer an. Ne? Das waren so die beiden Schlafzimmerdüfte diesen Monat. Ja, der Cozy With You ist durch mit der Nummer. Aber ich fand den sehr schön. Auch die Intensität war super. Performance unterm Warmer. Die Eindochter sind ja echt großes Düftelkind. Dann ist leer gegangen. Ich habe sie abgefackelt und zwar die Ivory Rocking Horse. Und Leute, ihr seht, die ist jetzt ganz schön rußig. Deswegen habe ich sie dann auch ausgemacht, weil die Dochte sind so krass gewandert zum Schluss. Ne? Und deswegen hat der so krass gerußt dann irgendwann, dass ich ihn jetzt einfach ausgemacht habe. Ja, aber ist schon relativ weit runtergebrannt. Ne? Ja, das ist ein kuscheliger, holziger, leicht rauchiger Duft, den ich sehr mag, aber der mir als Kerze einfach nicht intensiv genug war. Ich finde die Melz einfach schöner. Deswegen habe ich jetzt mal die Kerze abgefackelt, weil... Ja. Hole ich mir die Melz, ne? Hole ich mir lieber die Melz. Die haben einfach eine bessere Performance für meine Nase. Und ich will ja auch ein paar Kerzen aufbrauchen, ne? Deswegen hat das ganz gut gepasst. Übrigens, Kerze 1
Und Kerze 2 aus meiner Aufbrauch-Challenge. Yeah. Zwei Stück haben wir schon, ne? Zwei Stück haben wir schon. Jetzt sind nur noch 10. Locker, ne? Bist du auch schon rein. Genau. Die habe ich abgefackelt. Vom Duft habe ich sogar ein bisschen was wahrgenommen. Es war immer so ein dezenter, kuscheliger Holzduft, wenn ich in die Küche kam. Mochte ich ganz gerne. Unter meinen Warmer. Leute, wir müssen hier mal ein bisschen hinmachen, ne? Die Zeit rennt. Ich habe das Gefühl, ich quatsche schon ewig auf euch all, ne? Oh mein Gott, ne? Ich sag's euch, dieses allgemeine aufgebraucht ist nichts für mich. Das ist nichts für meine Nerven. Ne? Ich kann mich hier gar nicht entspannen. Ein bisschen aufgeregt, ihr merkt schon. Dann durfte auch unter meinen Warmer ganz oft von Yankee Candle die Christmas Eve Cocoa. Und ihr seht es hier, der Pool hat sich auch schon wieder ordentlich gebildet. Ich habe auch schon was abgekippt. Weil ich liebe diesen Duft einfach. Um wenn ich was in meinen Warmern habe und merke, okay, da kommt jetzt nicht mehr sowas bei rum oder es ist mir vielleicht ein bisschen zu herb oder ein bisschen zu stechend. Ne? Das könnte einfach so ein bisschen so eine gewisse Weichheit, Cremigkeit brauchen, mache ich die mit dazu an und dann holt ihr das so ein bisschen runter. Ich finde so als Blendpartner ist der Christmas Eve Cocoa sehr, sehr schön. Ab und zu duftet auch nur der, wenn ich mal was ganz, ganz Dezentes hier haben will. Und ja, wie gesagt, ich habe ihn jetzt schon ein-, zweimal abgegossen und der Pool ist jetzt hier auch schon wieder ordentlich am Düfteln. Also an dem bin ich dran und ja, das ist halt so ein Blendpartner. So solo ist er sehr, sehr dezent, ne? Aber es ist halt so ein richtig weicher, cremiger Marshmallow-Duft. Ja, der ist schon schön, wenn er nur intensiver wäre, ne? Der Christmas Eve Cocoa, auch das Label, ist sehr, sehr schön. Dann war unter meiner Lampe die Autumn Pearl und ich habe sie jetzt auch mal abgegossen, weil ich habe in der ersten Schicht gar nichts mehr wahrgenommen. Ich hatte sie im Herbst ja ganz oft unter dem Warmer und jetzt habe ich mal wieder was abgegossen, weil ich finde sie krass dezent, ne? Also sowas von dezent, also hier riecht sie so wunderschön parfümig, cremig, feminin, pudrig, einfach nur wunderschön, aber ich fand sie hier im Wohnzimmer sehr dezent. Ich werde es mal im Schlafzimmer probieren. Vielleicht traut sie sich dann mehr hervor, weil ich war ganz traurig. Ich dachte so, nach dem Abgießen kommt da jetzt ein bisschen mehr bei rum. War aber nicht. Ist ein bisschen traurig. Ne? Aber an sich finde ich den Duft von der Autumn Pearl sehr, sehr schön. So, ich weiß, was da los war. Ne? Dann hatte ich jetzt im Schlafzimmer, nachdem hier ne, die Kuschellüfte durch waren, habe ich mal wieder meine Vintage Rose runtergestellt, weil ich brauchte mal wieder was Frisches. Ne? Ich brauchte mal ein bisschen was Frisches, Florales im Schlafzimmer. Aber ich glaube, ich muss die nochmal abgießen. Oh, dieser weiche, cremige, unaufgeregte, liebliche Rosenduft ist einfach nur der, oh, der ist so schön, den gibt es leider nicht mehr im Standard. Vielleicht kommt ihr irgendwie ran, ich habe noch einen Backup hier bei mir. Ich liebe diesen Duft, einer der schönsten Rosendüfte überhaupt. Aber ich hatte ihn ja schon mal ordentlich gedüftelt und ich glaube, ich muss noch was abgießen. Denn er ist sehr dezent. Nur mit viel Fantasie erahne ich ihn noch unter dem Warmer. Wenn ich direkt rangehe, habe ich wieder diesen wunderschönen Rosenduft in der Nase. Aber ich glaube, ich muss noch was abgießen und ach, der ist so, 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 so schön, Leute. Ich liebe die Vintage Rose von Goose Creek. Ein Traumduft, ein Traumduft. Dann hatte ich unter meiner Lampe von den neuen Düften, die ich mir gegönnt habe, die Movie Date. Und ich hatte es euch ja schon in meiner Story gesagt. Oh, sie ist für meine Nase zu foodie. Oh, die ist so reichhaltig und präsent und foodie, foodie, foodie. Ihr wisst es ja, ich bin nicht die größte Foodie-Nase, ne? Und ich brauche, wenn ich einfach Foodie habe, brauche ich immer noch so ein bisschen was Süßes, was Spritziges. Deswegen liebe ich ja auch den Apple Cheesecake so, weil dann noch dieser spritzige Apfel dabei ist. Und die ist mir hier einfach zu krass Foodie und zu dekadent reichhaltig. Auch so vanillig und oh, die ist einfach, die ist da, Leute. Mann, ist die da. Hatte die hier einen Abend unter Warmer und dachte nur, Halleluja. Aber sie hat schon ein neues, gutes Zuhause gefunden. Die liebe Burschin hat ganz laut hier geschrien. Und in unserem nächsten Paket wird sie dann zu ihr wandern dürfen. Und da hat sie dann ein wunderschönes Zuhause, wo sie gewertschätzt wird. Weil hier bei mir ist es mir einfach too much, ne? Dann habe ich, weil ich neugierig war und nicht abwarten konnte, hatte ich die Rose Petal Icing.
unter meiner Lampe, weil ja, ist ja auch eine von den neuen und ich hatte euch schon gesagt, dass ich auf den so mega gespannt bin, weil Rose Petal Icing. Und er ist wunderschön. Ein wunderschöner, cremiger, ganz leicht zitrisch kommt da noch was raus. Rosenfruchtduft. Und dann mit dieser cremigen, fast schon wie so ein Eis, so ein bisschen. Er hat schon was von Eiscreme. Sehr schön. Er ist auch nicht so bam in your face, so dass ihr denkt, oh mein Gott, ist der krass, sondern der ist so, der wabert so angenehm, unaufgeregt durch den Raum und das ist schon eher meins. Ne? Ich brauche Foodie, da muss bei mir irgendwas, ob nun floral oder Frucht, da muss bei mir irgendwas mit dabei sein, sonst ist mir das too much. Und den fand ich sehr schön, den Rose Petal Icing. Bin ich hell. So ihr Lieben, dann habe ich noch ein paar Melts angedüftet. Und zwar einmal den Hibiscus Water von Scentsy. Ja, das ist so ein aquatisch frischer floraler Duft, so eine süße florale Note mit dabei. Hält aber nur einen Tag, dann ist er auch weg. Ne? Keine große Duftbombe, ist angenehm da, aber ist mir einfach zu schnell weg. Ich werde das Bar aufdüfteln und dann wird das Bring Back My Bar auch nicht wieder zu mir zurückkommen. War okay, aber brauche ich nicht nochmal. Genauso mit dem Crazy Coconut, war ja auch ein Bring Back My Bar. Ja, der ist mir zu kokosnussig. Ich habe da einfach diese, er hat eine wässrige Kokosnussnote, aber er hat auch noch so das Holzige von der Kokosnussschale. Und das war mir einfach too much Kokosnuss. Der war mir ein bisschen, der war für meine Nase einfach ein bisschen penetrant. Ne? Der war nicht so meins. Ich werde jetzt noch aufdüfteln und dann ist aber gut. Ne? Ist nichts, was im Club landet. Was im Club ist, ist der Cashmere and Corduroy von Scentsy. Den hatte ich zwei Brocken im Schlafzimmer an und Leute, der ist so kuschelig, gemütlich, parfümig und dann noch so eine leicht spritzige Bergamottennote oder so. Oh! Geiler Duft, richtig geiler Duft. Ich liebe den im Schlafzimmer, der ist ja wunderschön und liegt auch im Club. Wen ich auch sehr schön finde, ist der Sweet Plum Pastry. Der durfte hier auch im Wohnzimmer düfteln und das ist ein süßer, schwerer Pflaumenduft mit einer krassen Bakery-Note. Sehr süß, sehr flaumig, fast schon so ein bisschen wie diese, kennt ihr diese Trockenpflaumen? So in die Richtung, sehr da, obwohl er, ja doch, für mich ist das schon okay. Für mich ist es okay, dass er so intensiv ist. Ich finde ihn schön, ich würde ihn mir auch in den Club legen, aber ich habe jetzt nicht so Purzelbäume geschlagen. Ich finde ihn sehr schön und ich hätte ihn auch gerne öfter hier, aber ich muss mich jetzt mit den vier Brocken zufrieden geben, die ich erstmal noch mein eigen nenne. Ne? Es ist, wie es ist, denn man kommt momentan nicht dran. Und er liegt auch nicht in meinem Club. Leider. Dann hatte ich die Mistress of Evil, Maleficent, hatte ich in der Lampe von aus der Williams Collection. Und der, es ist auch ein Pflaumenduft, aber der hier ist viel süßer und parfümiger. Der Sweet Plum Pastry ist sehr schwer, fruchtig, flaumig und Bakery und der hier ist eindeutig süß, süßer, zuckriger, künstlicher. Der andere ist authentischer, der hier ist künstlicher und parfümiger. Ich mag ihn aber auch sehr gerne. Die Mistress of Evil habe ich ja auch noch ein Backup von hier und es ist ein schöner Pflaumenduft. Mag ich auch sehr gerne. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Düften, Leute. Und dann haben wir es, tatsächlich geschafft. Wir haben es geschafft. Aber es war too much, oder? Was sagt ihr? Findet ihr das schön, ein aufgedüftet für den ganzen Monat oder lieber wieder teilen? Ist es besser, wenn ich es so schnell durchmache? Könnt ihr mir ja mal gerne sagen. Dann hatte ich nämlich den Sprinkled Sugar Cookie in meiner Lampe. Das ist ein wunderschöner Keksduft. Ich finde, im Kalten, wenn man so dran schnuppert, hat der für mich so eine muffige Note. Aber wenn man den warm macht, wird der total süß und vanillig. Im Warmen finde ich ihn viel, viel schöner als kalt und ich hatte ihn in der Küche an und es war wirklich eine kleine Überraschung, hätte ich nicht gedacht. Ja, im Kalten hat er so eine muffige, leicht künstliche Note. Ich weiß auch nicht, was da los ist, ne? Warm ist der Sprinkled Sugar Cookie viel, viel schöner. Bin ich ganz ehrlich zu euch.
Und dann durfte noch ein Klassiker von Goose Creek in die Lampe, und zwar der Staying Home. Das ist auch wieder auf einer von diesen Home-Düften. Ne? Wir hatten ja vorhin auch schon einen mit einer Katze. Und der ist so rauer, herber, auch parfümig und holzig und kuschelig, aber er ist so rauer, ein bisschen staubiger. Ferdinand putzt sich gerade aus. Ferdinand putzt sich gerade aus, gebe ich nur, falls ihr euch wundert. Ne? Er hat jetzt gerade mit der Fellpflege begonnen. Wird jetzt nur 1 bis 2 Stunden dauern. Das ist da immer, ne? Er lässt sich gerne Zeit. Ja, auch ein sehr schöner Kuschelduft, aber wie gesagt, so ein bisschen herber, so ein Tacken maskulin, so ein bisschen staubig dabei. Ich mag den aber sehr gerne und auch die Performance ist wieder, wie Goose Creek halt so ist, ne? Immer, ich bin mit Goose immer zufrieden von der Performance. So, Leute, wir sind durch. Ich habe noch 4 Minuten auf meiner Speicherkarte. Ich würde sagen, wir lassen es nicht drauf ankommen. Wir sind durch mit der Nummer. Das Aufgebrauchte für Februar ist vorbei. Jetzt kann ich alles verräumen, wegschmeißen und anfangen, für euch neu zu sammeln. Und oh, ich liebe es, den alten, allein deswegen muss ich es schon 2-mal im Monat machen, ich liebe es, den alten Ballast dann auch wegzutun und wieder fresh anzufangen. Sagt mir gerne, was ihr so gedüftelt habt oder was euch von meinen Düften gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und ihr wisst Bescheid, ne? Wir sind ja im regen Austausch miteinander. Dann würde ich sagen, Haare sind im Weg, wir sind durch mit der Nummer. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, lasst es entspannt angehen und lasst euch nicht stressen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssi.